Mädel, Leute, Serpling hier. Heute geht es mal um was, was mich persönlich ziemlich hart abfuckt. Und zwar, dass wir ADHS-Kindern Ritalin geben. Für die, die es nicht wissen, Ritalin ist eine leichtere Version von fucking Kokain. Wir geben einfach Kindern eine abgeschwächte Version von Kokain. Ich meine, the fuck? The fuck is wrong mit diesen Leuten? Das kann irgendwie Kindern ab 6 Jahren verschrieben werden. So, wenn einfach ein Sechsjähriger Kokain for free wegen der Krankenkasse bekommen kann. Junge, in was für einer Welt leben wir dann? Ich meine, und das Problem, was ich damit habe, ist ja. Die sagen immer, ja, das hilft dir zu konzentrieren. Ja, no shit, Sherlock. Ich kann jedem Menschen der Welt eine Ritalin-Tablette geben und der wird sagen, Junge, ich konnte mich besser konzentrieren, weil das die fucking Natur von diesem Medikament ist. Ob ich jetzt ADHS habe oder nicht. Aber an sich ist es ja noch nicht so schlimm, aber es ist halt oft auch einfach fehldiagnostiziert ADHS oder ADS. Was halt schon seltsam ist. Ich meine, ich wurde mit ADS diagnostiziert, aber habe keinerlei Symptome dafür in Tests nachweisbar. Was halt schon ein bisschen seltsam ist. Aber hey, ADS-Kind, nicht ADHS. Wir haben mir wohl das Haar geklaut. Ey, das ist. Oh, vor allem. Das ist einfach, weil ich es halt kenne. So, ich bin höchstwahrscheinlich fehldiagnostiziert mit ADS. So. Und Leute kriegen, nicht nur Leute, kleine Kinder kriegen fucking nochmal synthetisches Kokain, damit sie sich besser konzentrieren können. Und es ist klar, das ist jetzt keine so ultra groß, nicht jeder wird fehldiagnostiziert. Aber es ist eine doch schon existente Chance, dass man fehldiagnostiziert wird. Also, ich spreche jetzt nur aus meinem Fall, so klar, der Großteil wird richtig diagnostiziert, aber ich habe ja trotzdem, es pisst mich ja trotzdem an, so einfach, weil es irgendwo dann auch das Life betreffen kann, wenn man da fehldiagnostiziert wird. Ich meine, das ist garantiert nicht gesund, jeden Tag sich fucking Kokaintabletten runterzuschmeißen, damit man sich in der Schule konzentrieren kann. Alter, was zum Fick? Das ist nicht normal. Ja, sowas ist einfach nicht. Es ist wirklich nicht nice. Ich meine, uff, was ist falsch mit den Leuten? Was fucking nochmal ist falsch mit diesen Leuten? Naja. Das ist jetzt auch noch so ein kleines Rant-Video irgendwie gewesen. Und ja, da wird nicht mehr wirklich viel zu sagen. Außer, bleibt toxisch, deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die Glocke, schreibt ein paar schöne Hate-Kommentare. Jetzt hab ich bye. Verpisst euch!